Der Abstecher von Franz Hohler aus dem Buch Die Karawane am Boden des Milchkrugs, groteske Geschichten. Ich stand in Bern auf dem Bahnhof und wartete auf den Zug nach Zürich, der soeben als leicht verspätet gemeldet worden war. Als ich nach einer Weile aus dem Lautsprecher hörte, auf Gleis 11 steht der Schnellzug nach Singapur, konnte ich nicht widerstehen. Ich nahm mein Mäppchen, begab mich durch die Unterführung nach Gleis 11 und stieg in den bereitstehenden Zug ein, nicht ohne mich vorher zu vergewissern, dass am Wagen tatsächlich ein Schild mit der Aufschrift Bern-Singapur hing und dass dieselbe Angabe auch auf der Anzeigetafel über dem Perron zu lesen war. Warum ich einstieg, kann ich heute nicht mehr genau sagen. So etwas tut man ja nicht aufgrund einer bestimmten Überlegung. Vielleicht dachte ich mir lediglich, vielleicht gibt es in der Nähe von Bern einen Weiler, der Singapur heißt, so wie es doch auch irgendwo in der Gegend ein Bethlehem gibt, mit einer kleinen Post, auf der man zu Weihnachten Kartengrüße abstempeln lassen kann, und das Ganze hängt mit einer Werbung für die Bundesbahn zusammen. Das Einzige, was für mich feststand, war, dass dieser Zug nicht nach Singapur fuhr. Ich war deshalb etwas überrascht, als mich der Kondukteur bald nach der Abfahrt des Zuges mit ernstem Blick darauf aufmerksam machte, dass mein Billett nur bis Zürich Gültigkeit habe. Gut, sagte ich, dann möchte ich nachlösen, und schaute den Kondukteur prüfend an. Als ich in seinen Augen nichts Schalkhaftes entdeckte, fügte ich vorsichtig bei: bis Singapur. Der Kondukteur ließ sich immer noch nichts anmerken, zog ein Tarifblatt aus seiner Tasche, tippte mit seinem Bleistift einige Felder darauf an, bewegte lautlos seine Lippen und sagte zum Schluss: Das macht noch 1182 Franken. Ich habe aber ein Halbtagsabonnement, sagte ich. Sie haben recht, sagt der Kondukteur, das verbilligt natürlich die Strecke Zürich-Buchs. 1167 Franken 50 ist es dann noch. Tja, sagte ich, wissen Sie was, ich steige doch lieber in Zürich aus. Das geht leider nicht, sagte der Kondukteur, wir fahren über Zürich-Enge, ohne Halt. Ohne Halt bis wohin? Ohne Halt bis Singapur. Jetzt wurde ich etwas unruhig. Das ist ein Missverständnis, sagte ich, ich will gar nicht nach Singapur. Wieso sind Sie dann in diesen Zug gestiegen? Einfach so, sagte ich, einfach so. Sie fahren doch nicht wahrhaftig nach Singapur. Wohin denn sonst? Sagt der Kondukteur. Halten Sie uns für Betrüger? Ich habe mich schon vorbereitet, fuhr er fort und knöpfte seine Uniform über dem Gürtel ein bisschen auf, so dass man darunter ein khakifarbenes Hemd sah. Es kann sehr heiß werden, sagte er halblaut. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, rief ich, indem ich von meinem Sitz sprang. Ich habe nicht einmal einen Pass. Sie haben keinen Pass? Fragt der Kondukteur. Das ist aber unangenehm. Da wird man Sie in Singapur gleich wieder heimschicken. Ich bleibe gleich daheim, sagte ich entschieden. Man wird mich ja schon bei der Grenzkontrolle in Österreich nicht durchlassen, und setzte mich wieder, froh, dass mir dieses Argument in den Sinn gekommen war. Es gibt keine Grenzkontrolle in Österreich, sagt der Kondukteur. Die Wagen sind plombiert. Ich konnte fast nichts sagen. Heißt das, fing ich an. Heißt das? Ja, sagte der Kondukteur, die einzige Grenzkontrolle ist in Singapur. Bis dahin bleiben wir im Wagen. Plötzlich drängte ich mich am Kondukteur vorbei, eilte zur Tür und zog, was ich sonst noch nie getan habe, die Notbremse. Sogleich ertönte im ganzen Wagen eine sanfte und tiefe Instrumentalmusik, zu der eine dünne Frauenstimme ein unverständliches Lied sang. Wir haben alles getan, um unseren Reisenden die Fahrt angenehm zu machen, sagte der Kondukteur, der jetzt hinter mir stand. Wenn Sie zweimal ziehen, hören Sie das klassische Programm, und wenn Sie dreimal ziehen, Ländermusik. Ein bisschen Heimat braucht man ja schon auf einer solchen Strecke. Ich schaute an seinem breiten Lächeln vorbei, das mir missfiel, und sah erst jetzt, dass dort, wo sich sonstige Gepäckträger der Wand nachziehen, Schiebeschränke angebracht waren. Die Betten, sagte der Kondukteur, der meinen Blick bemerkt hatte. Sie steigen hinauf, schieben die Tür hinter sich zu und schon sind sie wunderbar für sich. Es hat sogar, sagte er stolz, eine kleine Bibliothek bei jedem Sitz.
Er zog an einer Armlehne und es kam ein Regal mit ein paar Büchern heraus, hauptsächlich von Simmel, Konsalik und Frank Arnau. Essen, sagte er weiter, wird Ihnen dreimal täglich gebracht. Für einen Speisewagen hat es noch nicht gereicht. Mit dem Wasser sollten wir etwas sparen, dafür hat es reichlich Feuchtwaschtüchlein. Entschuldigen Sie, sagte ich, ich muss etwas frische Luft haben und trat zu einem Fenster. Der Kondukteur trat auch herzu und sagte, Fenster können keine geöffnet werden, aber die automatische Lüftung funktioniert einwandfrei. Lassen Sie mich bitte einen Moment allein, sagte ich. Bitte sehr, sagte der Kondukteur und ging zur Tür hinaus. Vom anderen Ende des Wagens her nahte sich nun langsam ein fetter Asiate mit einem kragenlosen weißen Hemd und einer Mütze, der ein blitzblankes, überall geschlossenes Metallwägelchen durch die leeren Reihen schob. Ich riss die Tür auf und stieß auf den Kondukteur, der gleich dahinter stand. »Fährt denn sonst niemand nach Singapur?«, fragte ich ihn. »Leider nicht«, sagte er. »Sie sind der Einzige, der sich dazu entschlossen hat. Übrigens, Flückinger ist mein Name.« Später, als wir uns darauf geeinigt hatten, dass ich den fehlenden Billettbetrag durch meine Bank überweisen lassen würde, sobald wir in schätzungsweise 3 Wochen in Singapur eingetroffen wären und sich der Kondukteur mit einem Tablett neben mich gesetzt hatte und mir während des Essens von seinem Interesse an Eiskunstlauf erzählte und der Asiate schweigend daneben stand, um uns nachzuschöpfen, wenn dies nötig wurde, und ich auf der anderen Seite des Zürichsees die Kirchtürme von Herliberg, Meilen und Uetikon erschienen und wieder verschwinden sah, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Lust, einen Menschen umzubringen.